Und jetzt gehen wir kurz noch ins Detail. Und zwar, wir haben ja 7 unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Aufgaben und unterschiedlichen Mechanismen. Das heißt, wir haben als erstes die Energiepads, dann haben wir die Eisweg für die Schmerzentlastung, dann haben wir die 3 YH-Patches, und zwar das Ion, das Carnosin und das Glutathion. Dann haben wir noch etwas für den erholsamen Schlaf und für das Figurmanagement des SP6. Und jetzt im Detail die einzelnen Patches. Das sind natürlich immer nur Schlagworte, ist logisch, ohne dass man jetzt ins Detail geht. Was machen die Energy Patches? Sie erhöhen die Zellenergie. Habe ich mehr Zellenergie, habe ich automatisch auch mehr Leistungsfähigkeit. Ich verbessere zum Beispiel die Ausdauer. Ob ich jetzt im Beruf gefordert bin, ob es die Konzentration beim Autofahren ist oder auch beim Sport. Und was noch das Energy Pad macht, es fördert die Fettverbrennung. Und das spüre ich, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Muskeltest mache oder sonstige kinesiologischen Tests, den Drehtest zum Beispiel oder den Schiebetest, dann spüre ich das Ganze schon innerhalb von wenigen Minuten. Und ich habe einfach mehr Power. In der heutigen Zeit ist da ganz wichtig, genügend Zellenergie zu besitzen, damit ich so gut es geht gegen die äußeren, unabdingbaren negativen Einflüsse mein Wohlbefinden zu verbessern, um mich besser zu fühlen und die Lebensqualität zu steigern. Und unten haben wir noch einige Bilder hier. Da gibt es ja mittlerweile hunderte von Bildern und Dokumentationen, was Fußball angeht, wie David Beckham oder beim Biathlon oder bei der, in der NBA im Basketball und so weiter. Also man kann sehen, dass nicht nur der Spitzensport, aber auch der normale Konsument einen großen Nutzen hat, wenn er die Energy Pads anlegt, wenn es eben ein Bedarf besteht. So, als nächstes, das war das erste Produkt, das Lifehack entwickelt hat, das zweite ist der sogenannte Eisbrief. Gerade bei Verspannungen sind ja Blockaden und lösen ja auch Schmerzen aus. Hier, das Eisbrief, die Eisbrief-Patches lösen Blockaden und Verspannungen. Dadurch wird eigentlich ganz logisch, je weniger Verspannung, umso besser ist der Energiefluss. Und sie haben eine thermoregulierende Wirkung. Dafür dürfen wir keine Heilaussagen machen und von Schmerzen kann nicht reden. Und hier unten haben wir ein Bild, und zwar wenn ich die Eisbrief-Pads klebe, wenn ich Verspannungen habe im Rücken oder Schulterpartie, egal wo, dass ja auch mit Schmerzen oder Hexenschuss, was mit Schmerzen anhängt, dann habe ich hier, wenn ich es richtig platziere, die Eisbrief-Patches, dann habe ich eine Veränderung, das ist hier die thermografischen Aufnahmen, links totale Verspannung einer Entzündung und rechts schon eine Veränderung innerhalb von 5 Minuten. Ich sage immer, ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. So, das waren jetzt die ersten zwei, Eisweg und Energy Pads. Und jetzt kommen wir noch zu einem Wahnsinns-Highlight, und zwar das YH-Ion. Das ist die Anti-Aging-Revolution des 21. Jahrhunderts. Es reduziert den Zellstress zum Beispiel. Was bedeutet das? Bei Stress hat ja auch etwas zu tun mit Cortisol, mit den Stresshormonen. Die werden reduziert. Und auf der anderen Seite werden Anti-Aging-Hormone gefördert. Und das schützt natürlich den Körper vor Entzündung. Das funktioniert im Prinzip wie eine Kaskade. Es harmonisiert den Herzrhythmus. Der Herzrhythmus hat auch etwas zu tun mit unserem Nervensystem und auch mit dem Blutdruck. Das heißt also, hier wird das vegetative Nervensystem ausgeglichen. Im Zuge dessen, weil ich sage Kaskadenprodukt, verbessert es natürlich auch die Organfunktion, weil auch unsere Organe bestehen ja aus Zellen. Und es verlangsamt den Alterungsprozess. Alt wollen wir alle werden, aber nicht älter. Das ist eigentlich der Spruch des Tages, dass man jung und vital bleiben, während wir altern. Um das nochmal zu verdeutlichen, gerade was das YHIO angeht, nur noch ein zweites Bild, und zwar die roten Pfeile dieser Kreis. Wir haben einen Stress. Stressfreie Radikale. Freie Radikale wirken oxidierend. Schädigen zum Teil sogar die DNA. Es führt zu Entzündungen, zu Zell- und Organschäden und zum vorzeitigen Altern. Und genau das wollen wir nicht. Das kleben wir das YHIO-Pflaster.
Das sind die grünen Pfeile, es reduziert den Stress, wir haben weniger Oxidation, dementsprechend auch weniger Entzündungen. Also wir fühlen uns hier, was den Stress angeht, wirklich super, super drauf. Das ist etwas Neues, das ist etwas Wunderbares und der Körper braucht ja nur die Signale, nur die Informationen. Und dann kommen wir genau auf die erste Folie zurück. Ein Appell an die Intelligenz unserer Zellen. Und die sind super, super intelligent und besorgen alles, wenn sie die entsprechenden Informationen in Resonanz erhalten. So, das war jetzt das YH-Ion. Und von dem, das nächste Anti-Aging ist das Carnosin. Das ist ein körpereigener Stoff. Ein körpereigenes Antioxidant. Nur im zunehmenden Alter nimmt die Produktion ab, weil das Carnosin produziert der Körper selbst. Und hier wird dank dem Carnosin, dank dem körpereigenen Antioxidant, werden die Zellen unterstützt, sich von Schadstoffen zu befreien. Außerdem schützt das Gehirn und Nervenzellen. Weil alles sind ja Zellen, egal welche Zellen, die bestehen ja aus 70 Billionen Zellen. Und hier ist also wirklich, ist das Carnosin im Körper genügend vorhanden, schützt es möglicherweise die Gehirn- und Nervenzellen. Es fördert außerdem das Denk- und Erinnerungsvermögen und die Reaktionsfähigkeit. Ich sage immer die kognitiven Eigenschaften. Es verzögert auch die Übersäuerung der Muskulatur bei Anstrengung. Damit habe ich natürlich eine Unterstützung bei sportlichen Leistungen, weil es die Übersäuerung der Muskulatur hinauszögert. Und wenn ich eine Verletzung habe und das Carnosin klebe, beschleunigt es die Wundzeitung. Aber wenn die Zellen rein befreit sind von Schadstoffen, können wir wesentlich besser miteinander kommunizieren und beschleunigen Wundheilung und schaffen ein sauberes Bindegewebe. Und verbessern, was das Äußere angeht, auch das Erscheinungsbild der Haut. Weil die Haut ist im Prinzip das Spiegelbild unserer Seele. Und der Partner von dem Carnosin ist ebenfalls ein körpereigener Stoff, und zwar das sogenannte Glutathion. Es ist die Mutter oder der Herrscher aller Antioxidantien. Wird auch vom Körper selbst produziert, nimmt allerdings auch mit zunehmendem Alter ab. Und mit den Leitfaden ist es zum ersten Mal gelungen, und da gibt es auch Studien darüber, kann man nachschauen, kann man nachlesen, dass das Glutathion ohne Film und ohne Injektionen non-transdermal, das heißt unter dem Motto, es dringt nicht den Körper ein, sich innerhalb von 24 Stunden bis zu 300% erhöht. Das Glutathion hilft der Leber, die Schadstoffe auszuleiten. Das heißt, die Hauptlagerstätte von der körpereigenen Glutathion sind die Leberzellen. Es neutralisiert außerdem dann das Übermaß an freien Radikalen und ist zugleich der Regulator und Regenerator der Immunzellen. Und noch eine tolle Botschaft, ist der Glutathionspiegel in unseren Zellen in Ordnung, unterstützt es auch die Wirksamkeit von Vitamin C und es unterstützt, regeneriert sogar zum Teil und verlängert die Verweildauer in unserem Körper, weil das verbraucht sich ja im Laufe der Zeit. Bei Vitamin C zum Beispiel innerhalb von 40 Minuten. So, und jetzt kommen wir als nächstes zu den Schlafbeds. Die Schlafbeds fördern und verbessern die Sauerstoffaufnahme während des Schlafens. Und außerdem wird auch hier ein körpereigener Stoff angeregt mit den Schlafbeds, und zwar die Melatoninproduktion. Auch das ist ein körpereigener Stoff. Damit habe ich eine verbesserte Schlafqualität und fördere über die Leitfaden den erholsamen und geruhsamen Schlaf. So, nach dem Schlafbett haben wir noch eine kleine Überraschung. Und zwar haben wir das SP6. Und zwar Figurmanagement ohne Jojo-Effekt. Es harmonisiert die Funktion von Magen, Milz und Niere, und zwar über den Hypothalamus. Das ist eine ganz bestimmte Region im Gehirn. Und da wird die Produktion von den sogenannten Spiegelneuronen angeregt. Sie können auch gerne mal googeln, im Internet nachschauen. Das ist ein Faszinosum mit den Spiegelneuronen. Und die unterstützen die Appetitkontrolle. Sie reduzieren die Heißhungerattacken durch die Essgelüste. Vor allen Dingen, was die noch machen, die Spiegelneuronen, die stärken die Psyche.
ganz, ganz wichtig, da wenn ich denke an Übergewicht etc. Und die SP6-Patches schützen die Muskelmasse. Und deswegen haben wir ja auch auf dem Bild unten rechts nicht die Waage, sondern ein Maßband. Warum? Weil in der Muskelmasse findet die Fettverbrennung statt. Und wenn ich ein Übergewicht Probleme habe, dann will ich ja vor allen Dingen Fett abbauen. Bei Wasser geht ganz schnell weg. Aber wenn ich die Muskelmasse abbaue und dann Fettverbrennung bin, da die Fettverbrennung aber in der Muskelmasse stattfindet, habe ich weniger Masse, also auch weniger Fettverbrennung. Und genau das SP6 schützt natürlich die Muskelmasse. So, das war kurz eine Info über unser Produkt und jetzt kommt das Lightfit-Konzept. Das ist nicht nur Lightfit allein, es gehört selbstverständlich Wasser dazu. Und wenn wir schon beim Thema Wasser sind, wenn es geht, stilles Wasser ohne Kohlensäure. Das ist ein besserer Informationsträger und stört nicht die Zellkommunikation und lagert sich nicht ab an den Zellrezeptoren. Wenn sich alles an den Zellrezeptoren ablagert, habe ich natürlich eine Blockade bei der Zellkommunikation. Und so gut es geht, bitte an eine ausgewogene, so gut es geht, bitte. Also keine Dogmen und nicht mit dem erhobenen Finger die Leute einfach traktieren und sagen, das darfst du nicht, sondern einfach nur auf gewisse Dinge achten, die elementar sind. Und bei der Ernährung, ein kleiner Tipp, bitte auf zwei Dinge achten. Wenn es geht, keine gehärteten Fette, weil auch die besetzen, die Transfettsäuren, die besetzen die Zellrezeptoren zum Teil. Und wenn es geht, keine Konservierungsstoffe, die eben auch, was das Gehirn angeht, die Gehirnzellen und auch überhaupt die allgemeine Zellkommunikation, das auch blockieren. Und dann dazu etwas bewegen, im aeroben Bereich, zweimal die Woche mal raus an die frische Luft. Und genau das Konzept ist eine völlig neue Basis für unser Wohlbefinden. So, das war's von meiner Seite. Jetzt haben wir noch eine Zusammenfassung der Geschichten, und zwar mit Lightfit. Es beginnt etwas völlig Neues, etwas Einzigartiges, das es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Und zwar ist es der Anfang einer nachhaltigen Veränderung mit unseren Lightfit-Patches. Und das Motto kann nur heißen, sorge gut für deinen Körper, er ist der einzige Ort, an dem du leben kannst. Und der Erfolg beginnt immer mit einer Entscheidung unter dem Motto, kleben und erleben. Diesen Spruch gebrauchen wir, weil er sehr, sehr viele Lightfit-Partner und was David Schmidt sagt, lange leben und gut leben. Mit Lightfit kommt richtig Freude auf. In diesem Sinne, meine Gratulation, dass heute die Teilnehmer dabei sind.